Moin moin und herzlich willkommen zu den Lesemonaten Juli und August 2021. Ich stelle euch jetzt wieder in diesem Video gerne vor, was ich alles gelesen habe in den beiden Monaten. Da ich im Juli nur zwei Bücher beendet habe, habe ich diese beiden Lesemonate in ein Video vereint und daher wird das auch jetzt ein schön langes Video, denn im August habe ich wieder viel gelesen und habe insgesamt jetzt auch wirklich viele, viele tolle neue Bücher entdecken können, über die ich jetzt sehr, sehr gerne euch berichten möchte. Also schnappt euch irgendwas Leckeres zu essen, zu knabbern, zu naschen oder irgendwas Leckeres zu trinken, denn das könnte ein bisschen dauern. Ich fange natürlich chronologisch mit dem Juli an, wo ich zwei Bücher gelesen, zwei Bücher neu habe einziehen lassen. Also ist der Sub, also der Stapel ungelesener Bücher, auch weder gesunken noch gestiegen. Und ja, ich fange mit einem Buch an, wo, glaube ich, viele sehr neugierig sind, wie ich das empfunden habe. Ich selbst war auch wirklich sehr, sehr gespannt drauf, denn es behandelt wieder ein Thema, was mich immer begeistern kann oder beziehungsweise immer anzieht in Büchern und deswegen habe ich mich da wirklich sehr drauf gefreut. Es handelt sich um Drachenhai-Fantasy, die hier in Der Orden des Geheimen Baumes von Samantha Shannon vereint wird. Die Magierin ist der erste von zwei Teilen. Es ist also eine Dilogie, allerdings nur im Deutschen. Die Geschichte wurde nämlich im Deutschen in der Übersetzung aufgeteilt. Eigentlich handelt es sich hierbei um ein komplettes Werk. Im Deutschen haben wir jetzt hier also zwei Bücher, a ungefähr 500 Seiten. Und das macht es vielleicht ein bisschen besser verkaufbarer, damit es nicht so fett ist. Ist ja in letzter Zeit doch so ein bisschen in Trend gegangen, die Bücher aufzuteilen. Ja, mag seine Gründe haben. Ja, aber man muss es natürlich wissen, damit man weiß, dass es hier keine runde Geschichte ist, sondern die muss man zusammen mit dem anderen Buch tatsächlich bewerten eigentlich. Aber ich werde euch jetzt erstmal den Eindruck zum ersten Teil sagen. Wir befinden uns in einem Reich und dort haben wir eine sehr, sehr gespaltene Meinung gegenüber Drachen. Wir haben einmal den Osten und den Westen. Das sind zwei Kontinente quasi, die die Drachen auf unterschiedliche Art und Weise wahrnehmen. Die einen fürchten und hassen diese Mythen und Sagengestalten und die anderen, die verehren sie wie Götter, haben sie als Gefährten bei sich, bilden Drachenreiter aus und ja, das ist natürlich eine wirklich, wirklich krass unterschiedliche Meinung. Und darauf habe ich mich besonders gefreut, auf diese Idee, wie unterschiedlich hier die Drachen wahrgenommen werden und warum das so ist. Hat natürlich viel mit alten Mythen und Sagen zu tun, die unterschiedlich ausgelegt werden, was ich auch sehr, sehr spannend mitzuverfolgen fand. Wir haben hier zwei Protagonistinnen. Die eine, die wächst eben im Osten und die andere im Westen auf oder befindet sich dort. Und damit lernen wir natürlich beide Sichten gleichzeitig kennen, immer im Wechsel. Wir haben aber noch zwei weitere Stränge, die dann von Männern dominiert werden, beziehungsweise Männer im Mittelpunkt sind. Und die sind dann auch noch auf anderen Teilen dieser Welt zu finden, die uns dann weitere Einblicke und Perspektiven geben aus anderen Völkern und Ländern. Ja, und natürlich sind die irgendwie auch alle miteinander irgendwann verknüpft, mehr oder weniger. Ja, ich habe schon vorher gehört, dass es nicht ganz so einfach ist, in diese Geschichte hineinzukommen, weil es einfach sehr, sehr viele Personen gibt, nicht nur Protagonisten, die wirklich ja mit vier ja doch sehr, sehr viel sind auf 500 Seiten angelegt. Und ja, dass die Welt auch nicht ganz so einfach gestrickt ist und gleich sehr, sehr viel erklärt wird und dass man so um die 50 bis 100 Seiten braucht, um in diese Geschichte überhaupt reinzukommen. Und ja, das habe ich auch so empfunden. Allerdings habe ich 300, 350 Seiten gebraucht, um reinzukommen. Deswegen kann ich leider nicht sagen, dass ja, ich sonderlich gut in die Geschichte eingestiegen bin und sofort in der Welt drin war. Ich hatte von vornherein eh so einen kleinen Skepsis-Gedanken im Kopf, denn eine Fantasy, High-Fantasy-Geschichte, wo die Welt sehr, sehr groß ist, wo es viele Personen gibt, die braucht nun mal eigentlich auch ihre Seitenanzahl. Und da gibt es wenige, die es wirklich schaffen, auf so wenigen Seiten eine große Welt und viele
authentische Personen zu erschaffen. Und da war ich wirklich gespannt, ob Samantha Shannon das auch schaffen würde. Aber ich muss sagen, für mich hat sie es nicht geschafft. Ich finde, sie hätte sich mehr Zeit nehmen müssen, die Figuren einzuführen. Ich bin eh eigentlich ein größerer Fan davon, wenn wir die Welt nicht sofort eröffnet bekommen, sondern erstmal die Welt, den Alltag unserer Protagonistin erklärt bekommen. Also wirklich sehr, sehr fokussiert auf die Person, auf deren Alltag eingeht. Erstmal die Personen kennenlernen, erstmal nah an die Person herankommen und dann irgendwann ja, die Welt etwas mehr geöffnet wird. Wir lernen zusammen mit der Protagonistin oder dem Protagonisten die Welt kennen und dann kommt ja mit Verknüpfung der Aufgabe, die dann die Figur irgendwann bekommt, auch etwas mehr Weltenaufbau und Politik dazu. Und dann können auch meinetwegen auch weitere Personen dazu kommen. Hier hatte ich das Gefühl, dass die Autorin alles auf einmal wollte. Personeneinführung, Weltenaufbau und Politik war auf jeden Fall ein sehr großes Thema und dabei hat sie für mich so ein bisschen den roten Faden irgendwie verloren. Ich habe lange Zeit überhaupt nicht, also es war nicht handlungsgetrieben in dem Sinne zu Anfang. Ich hatte einfach das Gefühl, dass ich hier eine ellenlange Einleitung lese, wie überhaupt alles funktioniert, wo die Personen sind und eben sehr, sehr viel politische Ränkespiele, wie das alles miteinander zusammenhängt, wie die Völker zueinander stehen und eben auch wie diese ganzen Titel und Personen, was für Ansehen die haben und was für Stellungen. Wir befinden uns eben an einem Königshof zusammen mit Eärd. Und das ist eben eine der Protagonistinnen, die sich zur Aufgabe gemacht hat oder die Aufgabe bekommen hat, die Königin zu schützen. Und auf dieser Seite des Reiches werden die Drachen eben gefürchtet. Und es gibt Zeichen, dass die Drachen wieder auferstehen, obwohl die ja in langen Schlaf versetzt worden sind, scheinen sie wieder aufzuwachen und das Land zu bedrohen. Und somit ist auch die Königin, die... Ja, so heißt es, die einzige ist, die die Macht hat, die Drachen zu besiegen. Und Eärd weiß einfach ein bisschen mehr, muss sich ein bisschen verstellen als Dame am Hof, ist aber sozusagen die Beschützerin der Königin, ohne dass die Königin das überhaupt weiß. Ja, und da erfahren wir eben, wie das am Hofe alles so abgeht. Das ist der eine Strang und der zweite ist eben Tani. Und Tani wird zu einer Drachenreiterin ausgebildet. Und genau darauf habe ich mich eigentlich am meisten gefreut, aber muss leider sagen, dass dieser Strang am wenigsten Platz bekommen hat hier in dieser Geschichte. Und es wurde auch nicht irgendwie fokussiert auf ihre Ausbildung oder... Ja, wie sie die Beziehung zu ihrer Drachen aufbaut. Dass wir überhaupt eine Drachen von Angesicht zu Angesicht stehen, dauert mehrere hundert Seiten. Also das war schon über die Hälfte, wo wir wirklich mit Tani diese Drachen begegnet sind. Das fand ich schon sehr, sehr schade, weil ich einfach natürlich viel mehr Drachenszenen erhofft habe. Und der größte Kritikpunkt ist für mich einfach, dass ich den Figuren nicht nahe gekommen bin, weil es eben so eine Draufsicht hatte. Die Autorin hat wirklich die Welt sofort aufgemacht und wollte irgendwie alles gleichzeitig jonglieren und uns zeigen, was da alles abgeht, wer mit wem irgendwie kooperiert und wo die Feindschaften liegen. Sehr, sehr schade. Hier fehlt eben die Charaktertiefe von Tane und für mich auch eben der rote Faden. Für mich hätte sie einfach zwei Stränge streichen können und wirklich also zwei Handlungsstränge streichen können oder sie erst später einführen, damit wir wirklich erstmal an die Personen herankommen und deren Gefühle und Gedanken, die hier total zu kurz gekommen sind, erstmal erfahren könnten. Und wie gesagt, dann erst nach und nach die Welt kennenlernen. Ja, so war das für mich eher so eine Chronik, die ich hier gelesen habe. Durchaus eine sehr, sehr interessante Welt, keine Frage. Und ich finde es auch sehr spannend, dass auch die Drachen sehr gespalten sind und dass die Drachen auch unterschiedlich, sehr, sehr, ja, sehr, sehr unterschiedlich sein können. Und das finde ich auch spannend und will auch weiterhin irgendwie erfahren, wie es weitergeht. Also ich werde den zweiten Teil lesen.
weil es eben auch irgendwie zusammengehört und somit ja auch kein richtiges Ende hatte hier dieses Buch, sondern mittendrin aufgehört hat. Das Ende dieses Buches wurde tatsächlich dann auch spannend. Da war es dann auf einmal handlungsgetrieben und hatte dann auch ein bisschen mehr, ja, mehr roten Faden, würde ich einfach mal sagen. Und ich war dann tatsächlich der einen Protagonistin auch ein bisschen näher gekommen, weil es hier nachher dann auch ein bisschen mehr um Gefühle ging. Das hat mich dann doch ein bisschen wieder rausgerissen aus dieser, finde ich ein bisschen zäh. Wann geht's endlich los? Wann bin ich endlich drin in der Geschichte? Also, wie gesagt, bei mir ist das erst über der Hel nach der Hälfte passiert, dass ich richtig drin war. Und das ist natürlich sehr, sehr schade. Mal gucken, ob es jetzt das Niveau vom Ende diesen Teils dann weiterhalten kann im zweiten Teil und dass ich dann ja, den Figuren ein bisschen näher kommen. Aber es war einfach nicht das, was ich mir erhofft und erwartet habe. Und da, nicht das, was ich gerne lese in der High Fantasy. Also wenn ich das so vergleiche mit meinen Lieblingsbüchern in der High Fantasy, zum Beispiel den Dämonenzyklus, das ist auch eine riesig große Welt mit sehr, sehr vielen Personen und auch später sehr, sehr vielen Protagonisten. Aber er hat das genauso gemacht. Er hat wirklich klein angefangen, hat einen unseren Protagonisten als Fokus genommen und erstmal seine kleine Welt beschrieben, nicht die große, sondern wirklich seine kleine Welt, sein Dorf, wo er aufgewachsen ist und sein Schicksal. Und dann ist erst nach und nach die Größe der Welt klar geworden und dann hat er auch nach und nach neue Protagonisten eingeführt, aber die gleiche Art und Weise. Erst ja, die kleine Welt des Protagonisten, deren Umfeld, deren Freunde und dann ja, es ist erst losgegangen. Also ich finde, es ist mir so jetzt auch erst irgendwie klar geworden, als ich das so ein bisschen verglichen habe, warum ich da einfach nicht so an die Figuren rankomme, dass es doch tatsächlich so an dieser Struktur liegt. Und politisches ist ja eh jetzt nicht, diese politischen Ränkespiele, das ist ja eh nicht so das, was ich gerne lese, auch wenn es zur High Fantasy auch natürlich oft dazugehört. Aber ich kann das mehr genießen, wenn das eben mit persönlichen Schicksalen verbunden ist. Ja, also leider hat mir die Art und Weise der Erzählweise nicht gut gefallen und was mir eben am wichtigsten ist, mit den Personen, mit den Figuren eine Verbindung aufzubauen, das hat hier leider auch gefehlt. Dennoch werde ich den zweiten Teil lesen und euch dann natürlich auch berichten. Ich will es auf jeden Fall auch noch dieses Jahr schaffen, damit es jetzt auch nicht in Vergessenheit gerät, weil einfach die Personen einfach sehr, sehr viel sind und dass mir die Namen und die Handlung doch noch ein bisschen in Gedächtnis gerufen ist. Was schön ist, ist, dass es ein Personenregister gibt, es gibt die Karten, dass man es eben sich doch ein bisschen orientieren kann und das habe ich auch in Anspruch genommen. Ja, aber so richtig geholfen hat es dann auch nicht. Auch die Schicksale, die sie erlitten haben, die Spannung und so konnte ich eben auch nicht richtig mitfühlen, weil ich den Figuren nicht so nahe war. Ja, wir kommen zum nächsten Buch. Das habe ich zusammen in einer Leserunde mit der lieben Julia vom Kanal Leseritter gelesen. Wir hatten schon längere Zeit mal überlegt, ob wir das Buch zusammen lesen wollen. Und ja, jetzt hatten wir beide Lust drauf und zwar ist das Hidden Worlds von Mikkel Robran, der erste von drei Bänden. Es ist also eine Trilogie. Der Kompass im Nebel heißt der erste Band und ist auch wieder sehr schön anzusehen. Und zuerst war es für mich eine Wohltat, weil ich habe das Buch, ich weiß gar nicht, ich glaube, währenddessen ich Der Orden des Geheimen Baumes gelesen habe, schon angefangen. Und hier ist man einfach sehr, sehr schnell reingekommen. Und es war sehr, sehr leicht geschrieben, sehr locker geschrieben. Wir haben hier einen sehr sympathischen Protagonisten, den wir hier verfolgen. Und ja, sein Leben geht einem doch schnell nahe. Und zwar ist das Elliot. Und Elliot muss eigentlich dafür sorgen, dass das Geld zu Hause ankommt. Denn sein Vater sitzt eigentlich nur noch vor der Glotze und guckt Naturdokus, Natur- und Tierdokus und ist total in ja, Lethargie verfallen. Und somit ist Elliot ja, der Alleinverdiener. Er ist, glaube ich, so um die 20 Jahre alt und arbeitet in einem Burgerladen, was natürlich jetzt nicht die Erfüllung seiner Träume ist. Aber immerhin bekommt er sein Geld. Er wird allerdings gekündigt und nun braucht er einen neuen Job. Und ihm
wird von seinem Vater eine Adresse gegeben, wo er sich melden soll. Und dort ist man ihm wohl noch was schuldig und er soll nach einem Job verlangen. Und er findet es natürlich ein bisschen seltsam, dass sein Vater ihm nicht erklären will, was das genau ist. Aber er ist nach einer seltsamen Begegnung dann schnell überzeugt, dass es sich tatsächlich um was sehr, sehr Seltsames handelt. Denn er soll im Merlin Center arbeiten. Das ist ein Einkaufszentrum für magische Wesen. Und das sind allerlei fantastische Läden, Klamotten. Ja, Zauberartikel, aber eben auch ein kleiner Park, ein kleines Anwesen für fantastische Wesen. Und dort soll er eben als Pfleger mitarbeiten. Und er ist natürlich erstmal ein bisschen überrumpelt, dass es tatsächlich Magie gibt und dass er da jetzt tatsächlich arbeiten soll. Ist aber auch natürlich sehr, sehr fasziniert von diesem Ort und ist auch sehr gewillt, mehr kennenzulernen. Aber er bekommt schnell mit, dass es ja auch dort in dieser Welt oder dass es natürlich nicht schön ist für die magischen Wesen, sich so zu verstecken in diesem Merlin Center und dass es einen Ort gibt, wo ihre Heimat ist und wo sie tatsächlich ihre Ruhe hätten vor auch Leuten, die sie jagen, der Inquisition, der Religion, der Kirche, die sie halt ja klein halten wollen und am liebsten eigentlich ganz auslöschen möchten. Ja, und Elliot bekommt eine Freundin zur Seite gestellt, eine Gefährtin zur Seite gestellt, die mit ihm dann zusammen Abenteuer erleben und ja auch ein bisschen mehr über Avalon herausfinden wollen und ja so ein bisschen auch das Vermächtnis seiner Mutter, denn diese ist vor längerer Zeit, vor vielen Jahren verschwunden und er erfährt eben, dass sie auch ein Teil dieser Welt war und dass sie auf etwas gestoßen ist, auf ein Geheimnis gestoßen ist, was ja sehr, sehr viele Gefahren birgt und ihm aber auch so ein paar Hinweise dargelassen hat und ja, diesen Hinweisen geht er eben nach. Ich finde die Idee dieses Merlin Centers klingt so unglaublich toll. Ich würde am liebsten auch in diesen vielen Geschäften stöbern und in dieses Anwesen, in diese Naturbereiche für die fantastischen Wesen umherwandern. Und ja, das fand ich einfach einen ganz, ganz tollen, grandiosen Handlungsort. Nur leider wurde der hier nicht ausgearbeitet und auch nicht genutzt. Also das Potenzial, das hinter dieser Idee steckte, wurde einfach nicht genutzt, was ich sehr, sehr schade finde. Der Autor schreibt auch tatsächlich im Nachwort, dass ja die Geschichte in eine ganz andere Richtung mit ihm gewandert ist beim Schreiben, die er eigentlich vorgesehen hat. Und ich glaube, ich hätte tatsächlich ein bisschen mehr auf diesen Ort verwendet, weil es gibt da so viel Potenzial, diese ganzen Läden mit ihm zusammen zu erkunden, diese ganzen Besitzer der Läden, die fantastischen Wesen dadurch kennenzulernen und auch sein Job als Pfleger wurde überhaupt nicht ausgenutzt. Er schreibt, oder es wird hier immer wieder davon geschrieben, dass er jeden Tag Fleischbrocken klein schneidet und immer denselben Tieren diese zuwirft. Nichts davon, einfach mal mehr über diese Tiere erfahren zu können und mehr, es muss doch mehr geben, als diese Tiere einfach nur mit Fleisch zu füttern, weil also der Tierpfleger, sage ich mal, der ihn einlernt, der hat so viel großes Wissen und ja, es gibt überhaupt gar keinen richtigen Wissenstransfer oder sowas. Das fand ich ein bisschen schade. Es gibt aber immer wieder kleine Lichtblicke, wo tolle Ideen rauskommen. Das Buch ist, wie gesagt, sehr, sehr locker und leicht geschrieben. Dadurch, dass hier eine sehr klassische Fantasy verwoben wird mit unserer realen Welt, ist es natürlich auch möglich, hier eine sehr lockere, flapsige Sprache mit einzubinden und ja, irgendwie so Umgangssprache mit einzubinden, interessante Vergleiche, die es sonst irgendwie in der High Fantasy nicht geben würde.
Und das macht es schon irgendwie interessant. Auch unser Protagonist ist eben so ein Normalo. Aber es kristallisiert sich immer mehr heraus, dass es wirklich sehr, sehr einfach gestrickt ist, die Geschichte. Und dass der Autor es sich oft sehr, sehr einfach macht. Man darf vielleicht hier nicht vergessen, das ist, glaube ich, das Debüt von dem Autor. Der ist auch noch relativ jung. Er ist bekannt aus der Gaming-Szene. Und ja, man kennt ihn sicherlich in der Gaming-Szene ein bisschen mehr als unter den Autoren. Und klar, man muss eher irgendwo anfangen. Aber ich finde, insgesamt hätte sich der Verlag damit es ja doch ein bisschen besser getan, wenn sie es in der Kinderbuchabteilung einrangiert hätten, also eingeordnet hätten. Weil ich finde nicht, jetzt ist es ja in der normalen Erwachsenensparte erschienen. Ich finde nicht, dass das ein Erwachsenenbuch ist. Ich finde auch nicht, dass unser Protagonist sich tatsächlich benimmt wie ein Erwachsener, sondern wirklich wie ein Kind. Er ist ja jetzt über 20 oder so um die 20 und ich finde, er hat sich eher wie 10, 12, 13 benommen und das war manchmal doch ein bisschen schwer zu ertragen. Eben weil es so einfach gestrickt ist und hier wirklich viele Zufälle eben aufeinandertreffen, das macht es so ein bisschen kindlich. Aber eben der Protagonist, der überhaupt nicht nachdenkt, total kopflos ist und sich total fremdsteuern lässt, was einfach schade ist. Und ich glaube, das hätte viel mehr in ein Kinderbuch gepasst. Ich lese sehr, sehr gerne Kinderbücher und da hätte man ja einfach auch nicht diese Erwartungen gehabt von der Welt, die hier aufgebaut wird und von den Figuren. Zu Anfang habe ich mich wirklich sehr nah gefühlt, Elliot, und später musste ich einfach nur über ihn den Kopf schütteln und besonders die Aktion, die sie hier durchgezogen haben. Sie mussten irgendwo hin, ob das unter Wasser ist oder irgendwo einzubrechen und sie gehen einfach los. Und er macht sich überhaupt keine Gedanken, ob sie vielleicht Taschenlampen brauchen oder ob da eventuell eine Alarmanlage ist oder ob sie unter Wasser ja irgendwie auch was sehen müssen oder atmen müssen. Und das alles zu planen, das gibt er einfach ab an seine Gefährtin. Und wie gesagt, er ist total fremdgesteuert, denkt selbst nicht nach und total kopflos. Und ja, da kann man einfach nur sich an den Kopf fassen. Oder einfach mit der Hand vor die Stirn schlagen. Und das kommt leider sehr, sehr häufig vor. Und er selbst ist einfach sehr, sehr passiv. Und das wird tatsächlich auch im zweiten Band fortgeführt, weil im August habe ich dann tatsächlich auch den zweiten Band zusammen mit Julia gelesen, mit einer kleinen Pause dazwischen, weil wir tatsächlich nicht sofort Lust hatten auf den zweiten Band. Der erste Band hat spannend geendet, auch mit einem Settingwechsel, was ich dann interessant fand und neugierig drauf war, zu erfahren, wie es denn dort ist. Und ja, wir treffen hier auch auf einen Drachen und das hat mich natürlich wieder ein bisschen besänftigt. Es sind ja auch immer wieder interessante Ideen dazwischen und es lässt sich auch super leicht und nett weglesen. Aber dieses Fremdgesteuerte, das hat sich hier besonders weitergeführt, weil der Protagonist hat sich überhaupt nicht entwickelt oder hatte auch überhaupt keine Situation, wo er sich mal beweisen musste. Ich fand es ja gut, dass es ein Normalo ist, der keine besonderen Stärken hat und der seine Schwächen hat. Ich will ja auch keinen Helden, der alles kann sofort. Aber trotzdem muss es ja, ich finde, es ist wichtig, dass eine Figur sich weiterentwickeln kann und sich weiterentwickeln muss. Also er gerät in Situationen, die er vielleicht nicht angenehm findet, aber wo er sich einfach profilieren muss. Und hier wurde ihm halt ja, eine Gefährtin zur Seite gestellt, die immer bei ihm ist und alles übernimmt. Und ja, das macht das Buch nicht sonderlich spannend, weil man einfach auch ja, keine Ängste hat und er denkt auch einfach nicht mit. Er wird hier wirklich als sehr, sehr dumm und kindlich und ja, nicht nachdenkend dargestellt. Und es gab so viele Situationen, wo er gerettet werden musste und wo er einfach auch die Verantwortung abgibt. Und das fand ich so schade, dass hier einfach überhaupt keine Charakterentwicklung möglich war. Am Ende dieses Buches wird so ein bisschen angedeutet, dass es sich im dritten Band vielleicht ändern könnte, dass er doch jetzt mal so ein bisschen in den Mittelpunkt gerät. Und tatsächlich auch ein bisschen Verantwortung übernehmen muss und sich vielleicht auch entwickelt.
Wir werden sehen, aber ich finde es ein bisschen spät. Und ich finde es dann auch nicht sehr, sehr nachvollziehbar, wenn er von jetzt auf gleich denn irgendwas tut. Es hätte eigentlich schön aufgebaut werden können und schön immer wieder gezeigt, dass er vielleicht auch scheitert und dass er vielleicht auch Probleme hat. Und ja, das alles ist ja auch total in Ordnung. Aber ihn das noch nicht mal versuchen zu lassen und immer wieder die Verantwortung abnehmen zu lassen, er wurde halt auch immer begleitet. Ich hätte es gut gefunden, wenn er mal von seiner Gefährtin getrennt worden wäre, von seiner Freundin, um das einfach mal alleine durchstehen zu müssen. Und das war besonders auch im zweiten Band mein großer Kritikpunkt. Am Anfang war hier auch wieder sehr viel Politik drin, was mich nicht interessiert hat. Zum Glück wurde das dann schnell doch wieder in ein, ja, in ein abenteuerliches Entdecken von diesem neuen Setting, sage ich mal. Und es gab auch hier wieder tolle, interessante ja, Ideen. Aber insgesamt war es für mich doch sehr, sehr oberflächlich und ich glaube, dass es vielen Leuten gefallen kann, die halt nicht so viel, vielleicht noch nicht so viel erwarten von High Fantasy. Das soll auch gar nicht werten, aber ich glaube einfach, dass sich der Verlag einfach es besser getan hätte, wenn es einfach in eine andere Altersgruppe einsortiert hätte. Also zumindest. Ja, ich finde tatsächlich ins Kinderbuch hätte es am besten gepasst und dann einfach so einige Szenen umgeschrieben hätten, so ein bisschen den Protagonisten eben 10 Jahre jünger gemacht und oder meinetwegen 5. Aber ich finde ja doch, ich finde es liest sich tatsächlich, als wäre er 10. Und ja, das finde ich ein bisschen schade. Ich werde trotzdem den dritten Band lesen, um diese Geschichte abzuschließen, weil ich jetzt auch wissen möchte, wie es weitergeht. Aber es, auch die brenzligen Szenen, da passiert dann irgendein, also besonders auch das Ende, fand ich, das war so schnell abgehandelt und so einfach gemacht und wo man sagt, der sich denkt, ja klar. Also es war so ein bisschen nicht sehr authentisch und nicht sehr logisch gestrickt. Ja, fanden wir beide. Und ja, ich glaube. Das ist aber auch dem geschuldet, wir lesen ja sehr, sehr viel Fantasy und ich habe auch von einigen hier auf BookTube gehört, die das total lieben und total mögen. Anhand der Ideen kann ich das, wie gesagt, gut verstehen und es lässt sich gut wegsnacken, aber mehr als so ein kleiner Snack zwischendurch ist es für mich nicht gewesen. So, bei dem vielen Kritischen, was ich jetzt gesagt habe, möchte ich natürlich jetzt auch mal zu meinen Highlights kommen. Und das ist der nächste Band auf jeden Fall. Ich habe ja von der lieben Claudia ein paar Bücher ausgesucht bekommen von meinen ungelesenen Büchern, die ich im August lesen sollte. Sie hat mir 4 Bücher rausgesucht und 2 sollte ich davon mindestens lesen. Und ich habe es tatsächlich im August geschafft, 3 Bücher davon zu lesen, was ich echt, echt klasse finde. Und zum einen hat sie mir den dritten Band der Rabenringe-Trilogie ausgesucht. Und zwar heißt der Gabe. Und der ist auch relativ frisch bei mir eingezogen. Ich habe ja gerade erst auch den zweiten Band beendet, den ich doch eher schwach fand, aber am Ende hat er mir sehr, sehr viel Lust auf den dritten Band gemacht. Und ja, diese Lust hat sich hier einfach vermehrt gesteigert und bestätigt. Diese Vorfreude, ja, die hat sich hier einfach bestätigt gefunden. Und das freut mich wirklich sehr. Wir leben ja in einer Welt, kann euch so ein bisschen ja anreißen, was im ersten Band passiert ist. Wir treffen auf Hirka, das ist unsere Protagonistin, die im Imsland aufwächst und alle Imlinge, die dort leben, haben einen Schwanz und haben Magie, die sie wirken können. Die Gabe zu umarmen, nennen sie das. Aber sie hat beides nicht. Sie hat weder einen Schwanz noch hat sie diese Magie. Und bei einem Ritual soll diese ja, Magie eben angewendet werden. Und so würde sie sich outen, dass sie ein Odinskind ist. Sie wusste selbst nicht, dass sie ein Odinskind ist. Sie wusste nur, irgendwas stimmt mit ihr nicht, weil sie einfach diese Gabe nicht hat. Doch ihr Ziehvater, ja, eröffnet ihr, dass er gar nicht ihr richtiger Vater ist und dass sie eben ein Odinskind, ein Mensch ist. Und Menschen werden in dieser Welt sehr, sehr gefürchtet und ausgegrenzt und fast schon gehasst. Und ja, das zieht sich so eigentlich durch alle Bände durch, dass sie wirklich ein heimatloses Wesen ist und gar nicht weiß, zu wem sie eigentlich gehört. Das macht so ein bisschen auch ihre Figur aus. Und trotzdem ist Hirka so unglaublich stark
und hat so einen richtig tollen Humor. Und diese Kombination finde ich einfach großartig. Also Hirka, finde ich, ist hier ja einer der größten Pluspunkte in dieser Geschichte, weil sie eben einerseits so verletzbar ist und wirklich man sich gut in sie hineinversetzen kann, weil sie eben so ausgegrenzt wird und weil sie nicht so richtig weiß, wo sie hingehört. Sie bekommt aber Gott sei Dank auch immer wieder Lichtblicke in Form von Personen, die sie unterstützen. Unter anderem ist das auch Rime, der in einer Familie, in einer sehr, sehr ehrenvollen und einer Familie aufwächst, die halt auch an der Macht ist, die herrscht und von ihm wird viel erwartet und er möchte das eigentlich alles gar nicht. Er verabscheut ja diese Regierung, die Ratsmitglieder, er möchte einfach was anderes. Und die beiden freunden sich eben schon in der Kindheit an und ja, später begehen sie eben auch die Abenteuer zusammen. Im zweiten Band haben wir einen Ortswechsel, also wir befinden uns in einer ganz anderen Welt und in dem dritten Band ist es nochmal der Fall, dass wir einen Ortswechsel haben, einen Settingwechsel. Und diese Welt, die wir hier kennenlernen zusammen mit Hirka, ist einfach, finde ich, mit die spannendste und Gott sei Dank fand ich den dritten Teil wieder großartig und auch hier hat sich die Stärke von Hirka wieder gezeigt. Im zweiten Band habe ich sie ja so ein bisschen vermisst, also da ist sie sehr, sehr untergegangen und ich habe sie irgendwie gar nicht wiedererkannt. Im dritten Band hat es sich das wieder gezeigt, denn sie ist zwar neu und total verloren in dieser ganzen neuen Welt und mal wieder passt sie da nicht richtig hin, also überhaupt gar nicht und es wird viel von ihr erwartet. Und sie wird mit Verachtung gestraft gleichzeitig. Also es ist viel Druck, der auf ihr herrscht, aber sie schafft es immer wieder mit ihrem leicht trockenen Humor und ihrer Stärke und ihrer Schlagfertigkeit wirklich dem Leser hier das Gefühl zu geben, die ist nicht wehrlos, die hat was auf dem Kasten und die wächst mit ihren Aufgaben und ja, kann einfach immer wieder Situationen schaffen. Ja, wo man sich als Leser wohlfühlt und freut, dass man ihr über die Schulter guckt und ja, das trotz ihrer Schwächen. Das fand ich einfach toll. Ich kann natürlich leider hier nicht so viel zu diesem Buch sagen, um nicht zu viel zu spoilern, weil es einfach ein riesengroßer Spoiler wäre. Aber ich fand den einfach wirklich, wirklich toll gelungen. Es waren epische Szenen dabei, ohne dass hier zu viel Schlachtengemetzel war. Es gab zwar Schlachten in dieser Reihe, aber die wurden immer sehr, sehr moderat umgangen. Und eigentlich auf das Wesentliche konzentriert. Also ja, es war mystisch, es war auch richtig, ich glaube, das ist auch das, was mich wieder wirklich angesprochen hat. Es war klirrend kalt, wir sind durch Schnee gestapft und haben eben auch die neue Kulturen kennengelernt. Und das finde ich immer sehr, sehr spannend. Das wurde wirklich hier sehr, sehr schön aufgemacht. Das ist wieder so der Unterschied zwischen der Orden des Geheimen Baumes. Hier hat mir das richtig Spaß gemacht, diese Kultur zu entdecken, die Bräuche und die Traditionen, wo Hirka natürlich immer in einem Fettnäpfchen nach dem nächsten getreten ist und sich aber auch irgendwie nicht drum geschert hat. Und das war, ja, das war echt toll zu lesen. Und auch die schwarz und weiß gezeichneten Charaktere aus den ersten zwei Bänden wurde noch mal so ein bisschen aufgeweicht, es wurde viel grau gezeichnet. Ja, und das gefällt mir auch immer gut, dass man nicht so weiß, wer ist hier eigentlich der Bösewicht? Und das war am Ende wieder so, wo man gar nicht wusste, gegen wen kämpfen wir hier eigentlich und für wen bin ich eigentlich, auf welcher Seite stehe ich eigentlich? Richtig gut gemacht und auch mit dem Ende kann ich durchaus leben. Es hatte mich erst so ein bisschen, auch dachte ich, ach nö, da hätte ich für Hörger ein bisschen was anderes gewünscht. Aber dann kam noch ein Aspekt dazu, dass ich gedacht habe, okay, so kann ich damit leben. Dann ist sie ja doch nicht ganz heimatlos. Ich muss so ein bisschen kryptisch sprechen. Aber man hat sich natürlich gewünscht, dass sie irgendwann ihre Heimat und ihre Freunde findet. Was an dieser Reihe einfach großartig ist, sind die Widmungen, die immer unterschiedlich sind und die immer an eine bestimmte Personengruppe gerichtet sind. Ich glaube, im ersten stand sowas wie für die Ausgegrenzten, die es wissen, wie es ist, heimatlos zu sein oder sich nicht zugehörig zu fühlen. Und genau das spiegelt sich eben auch in Hirka. Und auch hier gab es eine tolle Widmung, die ich jetzt einmal kurz vorlesen möchte.
Für alle, die an ihrem ersten Buch schreiben, und für dich und alle, die verloren haben, für euch, die ihr so voller Narben seid, dass euch schlecht wird, wenn andere sagen, ihr hättet Glück gehabt, für euch, die ihr daran zweifelt, dass ihr jemals ein Ganzes werden könnt, weil ihr in so viele Stücke zerbrochen seid, für euch, die ihr glaubt, nie wieder aufstehen zu können, das hier ist euer Buch. Ich weiß nicht, ich kriege da sofort irgendwie Pipi in die Augen und auch ein bisschen Gänsehaut, weil das so... Das ist eben auch so zielgerichtet an den Leser, ne? Das wird, wenn das irgendwie so ein bisschen ja, distanzierter ist, dann fühlt man da auch nicht so viel. Aber wenn man direkt angesprochen wird und man kann sich irgendwie, klar, jeder mehr oder weniger, auch in solche Momente mal hineinfühlen, wo man sich einfach so gefühlt hat. Und ja, das macht es irgendwie auch noch so... So persönlicher, diese Reihe. Also mit dem dritten Band hat sie zum Glück es wieder rausgerissen, wo ich beim zweiten ja doch so ein bisschen ernüchtert war, leider. Ich fand den jetzt nicht super schlecht, den zweiten Band, aber es lag, glaube ich, hauptsächlich so ein bisschen am Setting und eben, dass ich Hirka an sich nicht so richtig wiedergefunden habe in ihrem Handeln und ein, zwei andere Details, die ich einfach... gerne erfahren hätte und die irgendwie überhaupt nicht vorgekommen sind. Ja, auch da muss ich leider sehr kryptisch bleiben. Und jetzt schwirrt hier wieder die Fliege. Jetzt habe ich den Faden verloren. Danke, Fliege. Ja, aber jetzt tatsächlich habe ich die Reihe wirklich wieder so ins Herz geschlossen und ich kann gar nicht sagen, welchen. Ich glaube, ich fand den dritten tatsächlich am besten, weil mir das Setting am besten gefallen hat. Und dann kommt der erste und dann kommt der zweite. Und jetzt habe ich wirklich die Reihe so ins Herz geschlossen, dass ich richtig Lust habe, auch die neue Reihe von der Siri Pettersen zu lesen. Ist ja gerade ein neuer Band erschienen. Und ich glaube, es spielt im selben Universum, ist aber eine ganz neue Geschichte mit ganz neuen Protagonisten. Aber auch wieder so mit der nordischen Mythologie verknüpft, was ja auch eben hier sehr besonders ist dabei. Es ist so ein bisschen eine Mischung aus Game of Thrones und so ein bisschen Vikings, aber eben mit einer ganz eigenen Magie und entwickelt sich aber auch in was ganz Eigenes, also gar nicht so vergleichbar. Aber nur, dass ihr das vielleicht so ein bisschen einordnen könnt. Ja, und ich hätte vorher jetzt eigentlich gar nicht so gesagt, dass ich unbedingt zu dieser neuen Reihe greifen möchte, aber nach dem dritten Band, den ich einfach richtig, richtig toll fand, glaube ich, werde ich diese Reihe irgendwann auch lesen. Aber ich werde warten, bis sie, glaube ich, komplett draußen ist, weil dann muss man ja wieder auf den nächsten Band warten. Und ja, das möchte ich ja auch nicht mehr so viele angefangene Reihen dann lieber rein beginnen und sie schnell zu Ende lesen. Ja, das nächste Buch, was Claudia mir ausgesucht hat, und das hat ja auch schon Kali mir im gleichen Format, also Pick My Sub, ausgesucht. Nur da habe ich mich für andere Bücher entschieden und diesmal hatte Claudia mir dasselbe Buch auch nochmal auf die Liste gepackt, diesmal für den August. Und da habe ich gedacht, so, es wird jetzt so dringend Zeit, denn das Buch ist auch ein Rezensionsexemplar. Und zwar ist das Piranesi von Susanna Clarke. Die hat ja auch Jonathan Strange und Mr. Norrell geschrieben, also dafür ist sie auf jeden Fall bekannt geworden. Ich habe bisher nur dieses Buch von ihr gelesen, also kann es überhaupt nicht vergleichen. Ich weiß nur, dass Jonathan Strange und Mr. Norrell ein sehr, sehr dickes Buch ist und um zwei Zauberer, ich glaube, im viktorianischen England irgendwie geht. Und dieses Buch ist dafür sehr, sehr dünn und geht in eine ganz andere Richtung. Und ich fand es hier wieder sehr, sehr interessant, wie Erwartungen und das, was ich tatsächlich bekommen habe, hier auseinandergegangen sind. Das ist ja immer sehr, sehr gefährlich mit Erwartungen. Wenn die nicht erfüllt werden, wird man ja sehr, sehr schnell enttäuscht. Bei diesem Buch hatte ich überhaupt keine richtige Ahnung, in welche Richtung es gehen könnte. Ich denke mal, dass... wollte ich auch nicht so richtig. Hier steht auf dem Rücken steht hier auch tatsächlich nicht viel drauf. Es steht nur drauf, dass es um unseren Protagonisten Piranesi geht, der in einem großen Haus lebt, in dem das Meer, die Gezeiten herrschen und er erforscht dieses Haus und nimmt uns mit. Und ich habe damit gerechnet, dass es hier sehr, sehr poetisch, philosophisch zugeht und dass ich, auch wenn das Buch nur 200, 260 Seiten hat, dass ich tatsächlich Zeit dafür mir nehmen muss und langsam dadurch lesen muss. Das ist schon mal der erste Trugschluss gewesen. Handelt sich hierbei nicht um poetische, philosophische Sprache, sondern es ist eine sehr, sehr nüchterne und sehr, sehr einfache Sprache. Wir haben hier
ist tatsächlich mit Piranesi zu tun, unseren Protagonisten. Und es ist ja, eine Art eines Tagebuchs geschrieben. Er nimmt uns mit, was er jeden Tag erlebt in diesem Haus. Es ist eigentlich eher ein Tempel, finde ich. Also ein Haus, es hat einfach hunderte von Seelen, die aneinandergereiht sind. Und dieses Haus hat drei Geschosse. Im Untergeschoss ist das Meer, sind die Gezeiten, die ab und zu mal ins zweite, also ins nächste, ins erste Geschoss, ins Erdgeschoss, sagen wir mal, nach oben gespült wird, in der Flut. Aber meistens ist es eben unten im Untergeschoss, wo er ja tatsächlich auch tauchen kann und auch seine Nahrung erhält in Form von Algen, in Form von Fischen und so weiter. Und im Obergeschoss haben wir die Wolken. Und für ihn ist dieses Haus seine Welt. Also Haus ist gleichgestellt für ihn als Wort Welt. Also er kennt nichts anderes. Für ihn ist es die Welt. Und er hat auch eine ganz andere, ja, ganz andere Jahreszeitenzählung. Und er sagt nicht, es ist Freitag, der 5.4.2018, sondern er schreibt, ich kann euch mal vielleicht eine Überschrift sagen, Eintrag für den siebten Tag des fünften Monats in dem Jahr, in dem der Albatros in die südwestlichen Seele kam. Ja, also es wirkt doch sehr altertümlich. Vor allem in diesen Seelen gibt es ganz, ganz viele Statuen. Und diese Statuen beschreibt er auch immer. An diesen Statuen orientiert er sich, damit er weiß, wo er ist. Aber er kennt sich total gut in diesen Seelen aus. Er weiß, wann die Flut kommt. Er weiß, wann es gefährlich für ihn wird. Und ja, er für ihn ist das auch was, eine sehr, sehr ehrenvolle Aufgabe, dieses Haus zu durchforschen. Und für ihn ist das Haus auch etwas, was Respekt verdient und etwas Lebendiges im Grunde auch. Es gibt einen anderen Menschen, den er dort im Haus immer wieder begegnet. Das ist der andere, so nennt er ihn. Den trifft er regelmäßig, ich glaube einmal die Woche. Und die beiden forschen halt etwas. Und der andere möchte eben das Rätsel, das Geheimnis hinter diesem Haus erforschen. Und er glaubt einfach, dass da irgendwas hintersteckt, was für sie beide etwas sehr, sehr Großes sein wird. Und er, ja, unterstützt diesen dabei. Und auch er respektiert den anderen sehr, denn der scheint ja, sehr viel mehr zu wissen als er. Ja, man merkt immer mehr, dass da irgendwie noch mehr hinter steckt und dass da auch irgendwas, dass der andere ein Geheimnis vor ihm hat. Und als Leser kommt man da vielleicht sogar noch ein bisschen schneller hinter als Piranesi selbst. Denn ja, irgendwas passt da nicht so richtig. Er merkt irgendwann, dass er ja einiges vergessen hat aus alten Zeiten. Und fängt an, in seinen alten Tagebucheinträgen nachzulesen und erfährt immer mehr, an was er sich einfach partout nicht erinnern kann. Und er glaubt schon, dass es irgendwas Falsches ist, dass jemand anders diese Notizen gemacht haben. Aber er ist, das ist sicher, dass es seine Handschrift ist. Und so langsam fängt er auch an, so ein bisschen zu zweifeln. Ja. Mehr möchte ich nicht sagen, weil man das einfach selbst erkunden muss, was es jetzt damit auf sich hat. Er erzählt auch, dass er tatsächlich, dass es noch Skelette oder Leichen gibt in diesen Seelen und die behandelt er aber auch sehr respektvoll. Also er gibt ihnen Namen und hat sie aufgebahrt und bringt ihnen auch immer ja, so kleine Opfergaben bei und besucht sie immer wieder und ja, fragt sich halt, was mit ihnen passiert ist und fragt sich natürlich irgendwann auch, wo er herkommt und was seine Aufgabe dort ist. Ja, und irgendwann kommen doch noch ein paar Leute hinzu, vor denen er gewarnt wird und er kann irgendwann nicht mehr wissen, wen er vertrauen kann. So, mehr möchte ich jetzt aber auch nicht wirklich sagen. Es ist, wie gesagt, ganz anders gewesen, als ich gedacht habe. Zum einen eben dieser Schreibstil, dieser nüchterne, einfache Schreibstil in dieser Tagebuchform. Tagebuch lese ich einfach unglaublich gerne. Ich war Piranesi sehr, sehr nahe dadurch und das finde ich immer sehr, sehr schön. Wir haben hier einen wirklich sehr gutgläubigen, naiven Protagonisten.
aber trotzdem einen sehr intelligenten und auch sehr feinfühligen Protagonisten. Eine sehr schöne Mischung, wie ich finde. Und wie er so langsam herausfindet, was es damit auf sich hat, ist wirklich spannend mitzuerleben. Obwohl das eine sehr, sehr stille erzählte Geschichte ist. Es gibt nicht viel Action, viel Blutvergießen, weil es eben auch kaum andere Figuren gibt. Wir haben zunächst einfach mal nur den anderen, ein paar Tiere, die dort, ein paar Möwen, ein paar Fische und ansonsten einfach nur Piranesi. Und erst später kommen ein paar Personen noch da hinzu. Also es geht eigentlich hauptsächlich darum, erfahren zu wollen, was dahinter steckt. Das Setting fand ich besonders grandios. Ja, diese Statuen, es fühlt sich alles so ehrfurchtsvoll an, weil es einfach riesige Seelen mit Säulen und riesigen Statuen sind. Und er erzählt halt oder ja, beschreibt diese Statuen auch immer wieder und sind für ihn eigentlich auch so seine Freunde und auch eben so seine Lehrmeister, weil er aus diesen Statuen auch viel lernt über diese Welt. Ich muss aber sagen, ich hätte gerne noch mehr über diese Welt gewusst. Das ist sicherlich gewollt, dass es hier viel in Rätsel bleibt und sehr verschwommen im Nebel bleibt, also dass hier nicht alles von vorne bis hinten aufgeklärt wird. Aber ich hätte tatsächlich gerne ein paar mehr Seiten gehabt und ja, hätte gerne mehr Abenteuer in diesem Magisches, in dieser Welt gehabt. Es ging nachher eigentlich wirklich hauptsächlich darum, was des Rätsels Lösung ist, wer eigentlich Piranesi ist und wie er in diese Welt gekommen ist. Und nur noch um diese Auflösung an gar nicht so richtig, was hinter dieser Welt steckt. Und das fand ich ein bisschen schade. Trotzdem ist das so ein besonderes, spezielles Buch, das ich einfach mit nichts anderem vergleichen kann. Und auch diese, was nachher die Auflösung ist, ist es irgendwie ziemlich cool und habe ich so noch nie gelesen. Und ich kann jetzt auch gar nicht sagen, ob ich jetzt enttäuscht bin, weil ich einfach was anderes erwartet habe. Oder ob ich jetzt eher überrascht und begeistert bin. Also es ist kein übermäßiges, großes Highlight, aber da es so was Besonderes ist, ist es auf jeden Fall kein 0815-Buch. Also kann ich nicht sagen. Ich bin sehr, sehr gespannt, was ihr sagt. Ich habe mich ja jetzt total von Rezensionen ferngehalten. Mich nicht spoilern zu lassen, weil ich einfach nicht wusste, in welche Richtung das Buch geht und das wollte ich auch vorher nicht wissen und das fand ich auch gut so. Ich habe euch natürlich jetzt etwas davon erzählt, aber manche wollen ja auch vorher ein bisschen mehr wissen. Vielleicht habt ihr mich auch ein bisschen vorgespult, wie ich das bisher immer so gemacht habe bei dem Buch. Ja, und jetzt bin ich natürlich aber wirklich gespannt auf eure Meinung und werde mir natürlich auch jetzt ein paar Rezensionen angucken, von denen ich weiß, dass sie, oder vielleicht auch ein paar Personen anschreiben, die das Buch gelesen haben, um mich so ein bisschen auszutauschen. Man hat schon irgendwie so einen gewissen Wunsch, denn darüber zu sprechen. Ja, aber diesen Zauber, den ich in dieser Welt empfunden habe, den nehme ich auf jeden Fall mit. Und ja, auch der Protagonist ist mir wirklich sehr ans Herz gewachsen. Ich finde das Buch auch wirklich sehr, sehr hübsch aufgemacht. Hier schaut mal das Vorsatzpapier. Ja, hat natürlich auch viel Maritimes, aber es ist eben auch sehr maritim, weil es eben um Gezeiten, um Meer und um Flut geht. Und ja, ich finde, es ist insgesamt wirklich ein Schmuckstück. Ich frage mich, wie die Autorin hier drauf gekommen ist, weil, also da kommt man, glaube ich, nicht mal eben so drauf. Weiß ich nicht. Ja, also das ist auf jeden Fall was sehr, sehr Spezielles und kann ich gar nicht vergleichen. Aber das ist aber auch wirklich so ein Juwel. Ich bin ja immer wieder auf der Suche nach besonderen Büchern und das ist auf jeden Fall so eins gewesen. Also vielen Dank an den Blessing Verlag fürs Zusenden des Rezensionsexemplars. Das war es auf jeden Fall wert. So, das nächste Buch, was ich von Claudias Liste gelesen habe, das ist jetzt auch das dritte und letzte, was ich von ihrer Liste genommen habe, ist was ganz anderes und das war eigentlich auch schön, dass man dann auch zwischendurch in etwas ganz anderem eintauchen konnte und da hatte ich auch wirklich Lust auf dieses Abenteuer-Feeling und zwar ist es Auf den Gipfeln der Welt von John Krakauer, Die Eiger Nordwand und andere Träume.
Ja, John Krakauer hat ja auch über das Drama am Mount Everest berichtet in den 90er Jahren, wo er auch am Gipfel des Mount Everest war. Das war sein erstes Buch von, also nee, das war mein erstes Buch von ihm, so rum. Und ja, dadurch habe ich ihn tatsächlich kennengelernt. Das war aber auch wirklich ein zusammenhängender Bericht und sehr, sehr, ja, einnehmend und tragisch, aber trotzdem spannend und abenteuerlich erzählt. Hierbei handelt es sich um Essays, würde ich einfach mal sagen, von ihm. Also immer zu verschiedensten Themen. Ich gucke mal eben, tatsächlich genau, 12 Aufsätze, 12 Essays, immer zu bestimmten Themen, was mit Bergsteigen zu tun hat. Ich hatte erst gedacht, weil es ja eben heißt, auf den Gipfeln der Welt, und hier die Eiger Nordwand zum Beispiel erwähnt wird, dass es sich dabei um 12 verschiedene Gipfel handelt und er dann immer seine Erfahrungen schildert, wie er eben es geschafft hat oder eben nicht geschafft hat, diese Gipfel zu besteigen. Aber das ist es nicht. Es ist tatsächlich, sind tatsächlich Essays zu verschiedensten Themen. Also wir haben hier einmal natürlich, wie es an der Eiger Nordwand ihn ergangen ist, aber wir haben hier auch bestimmte Berichte über bestimmte Personen. Es gibt einen Aufsatz über Eisklettern, also wie man gefrorene Wasserfälle in Alaska beklettert, oder es gibt einen Aufsatz über die Einsamkeit und im Zelt eingeschlossen sein, also dass einfach manchmal man von dem Wetter so ja eingeschlossen ist und dass man nicht weiter kann, dass man einfach warten muss, bis wieder Sonne rauskommt, bis es gutes Wetter ist, um weiter zu klettern, und man dann im Zelt eingeschlossen ist mit sich selbst oder mit einem anderen Gefährten und man sich irgendwann so langweilt oder sich selbst gegenseitig so auf die Nerven geht. Ich glaube, das war eines meiner Favoriten, weil man da über diese Besonderheit des Kletterns ja gar nicht so drüber nachdenkt, was weniger abenteuerlich, aber trotzdem sehr, sehr herausfordernd ist. Und es war auch mit einem gewissen Humor irgendwie geschrieben, was, ob einen das Seufzen oder irgendwelche Geräusche, Gerüche von dem anderen einfach so auf die Nerven geht und dass man bestimmte Lektüren irgendwann auch 5-mal gelesen hat und irgendwelche Risse und Flecke und Staubkörner doppelt gezählt hat, die Nässe in den Schlafsäcken und so weiter. Ja, also das hat einen das irgendwie noch näher gebracht, dieses Erlebnis Klettern. Es waren auch nicht immer Erlebnisse, die er selbst gemacht hat, die er hier geschildert hat, sondern es ging eben auch mal um andere oder über einen bestimmten Ort und verschiedene Leute, die dort bekannt sind, verschiedene Bergsteiger, die er kennengelernt hat. Und ja, es ging auch nicht immer nur um Eis, also Eisklettern und auf hohen Gipfeln zu steigen, sondern es ging auch mal ums Bouldern und ums Höhenfliegen, ums Rettungsfliegen und so weiter. Also es war wirklich sehr bunt gemischt, und wie das eben so bei Kurzgeschichtensammlungen oder Sammlungen von Essays ist, von Berichten, die einen Berichte gefallen einem besser, die anderen weniger. Also es gab hier zum Beispiel auch einen Bericht über, wie man Berge vermisst und die Höhe. Durchaus interessant, aber es ging dann doch ein bisschen ins Detail. Das fand ich ein bisschen zu zäh. Oder wo es dann um Personen ging, die mich jetzt nicht so sehr interessiert haben. Das hat man dann so ein bisschen überflogen, wo man dachte, okay, das interessiert mich jetzt nicht so. Aber umso mehr haben mich dann, wie gesagt, andere Geschichten. Also das mit den Eisklettern, also Wasserfälle hochklettern, das fand ich wirklich sehr, sehr spannend. Und eben das mit dem Zelt eingeschlossen sein oder seine Erlebnisse, die manchmal auch, also was er mit, wo auch dann Schicksale und Todesunglücke mitspielten, das ist dann wieder was mich dann sehr fasziniert und mitnimmt. Also wirklich dann auch dieses abenteuerliche, ja, so eigene Schicksale. Das fand ich dann wieder spannend. Also es war durchmischt, durchwachsen. Das ist, glaube ich, ein Buch, was jetzt auch nicht unbedingt in meinem Bücherregal bleibt, aber ich weiß auf jeden Fall jemanden, der vielleicht auch Interesse hätte. Und zwar wird es dann an meinen Vater weitergegeben, der einfach auch so etwas sehr, sehr gerne liest. Und ich werde ihn mal fragen, ob da Lust drauf hat, vielleicht dann so für den Winter, auch wenn das jetzt nicht alles in eisigen Welten spielt, das meiste halt eben doch. Und was ich hier so spannend fand, ist, so manche Gegenden, die hier beschrieben worden sind, wenn man da noch nie war, dann kann man sich das einfach nicht vorstellen. Und das Tolle ist ja, dass es die Orte wirklich gibt.
Und dass es da Fotos und Dokumentationen drüber gibt. Und nach einigen solcher Essays, solcher Berichte, habe ich mir dann erstmal ja etwas über eine Person oder über einen Ort durchgelesen, noch mehr. Oder habe eine Dokumentation drüber gesehen oder habe mir Bilder angeschaut, um mir das überhaupt vorstellen zu können. Und das hat mir wieder gezeigt, wie doch wertvoll so etwas ist, weil es einen neugierig auf etwas macht, auf die Welt, auf neue Sachen kennenzulernen. Also ich habe hier wirklich neue Sachen kennengelernt durch dieses Buch, die ich vielleicht sonst nie erfahren hätte, weil das doch vielleicht für mich sonst ein bisschen zu extrem wäre, solche Bergbesteigungen oder sowas. Also einen Wasserfall werde ich wahrscheinlich nie hochklettern. Und was da die Besonderheiten sind und was da die Schwierigkeiten sind, ja, das hätte ich so nie gewusst. Und das ist natürlich auch das Tolle an Büchern, kann man ja nicht anders sagen, etwas zu erleben, was man ja sonst nie erleben würde. So, danach hatte ich eigentlich gedacht, dass ich noch ein weiteres Buch schaffe. Ich hatte mir ein Buch mitgenommen. Ich war dann im Urlaub unterwegs und ja, habe ich allerdings nicht geschafft. Stattdessen habe ich mir ein Reiseführer zu Gemüte geführt. Und zwar war ich in Rostock ein paar Tage und ich hatte zwar ein Buch dabei, aber ich dachte, damit sich das auch lohnt, dass ich diesen Reiseführer gekauft habe, werde ich ihn da vor Ort lesen und habe dann eher hier drin gestöbert als in dem neuen Buch, was ich mir mitgenommen habe. Das, ja, bin dann meistens doch eher nicht dazu gekommen zu lesen, wie das dann immer so ist. Dann war man doch eher auf Achse und wollte man was sehen. Und dann, wenn man Ruhe hatte, dann war man doch irgendwie groggy und hat dann eher, ja, Augenpflege betrieben oder sich dann noch ein bisschen Musik oder ja, ein paar Videos angeschaut. Aber ein weiteres Buch habe ich noch begonnen. Das war noch zu Hause. Das habe ich aber jetzt nicht geschafft. Das hätte ich gerne noch beendet und vielleicht hätte ich auch das lieber mit auf ja, Fahrt nehmen sollen, weil ich hatte halt einfach damit gerechnet, dass mir das nicht mehr reicht, dass das irgendwann zu Ende ist und dann habe ich nichts mehr zu lesen. Das ist ja immer so die große Furcht, wenn man irgendwo hinfährt und dann reicht der Lesestoff nicht. Und deswegen habe ich mir ein neues Buch mitgenommen, aber das habe ich noch nicht mal begonnen. Also, und zwar ist das hier jetzt auch ein Kinderbuch. Und ich zeige euch mal, welches das ist. Und zwar ist das Der Zauber von Immerdar von Dominique Valente. Das ist der zweite Teil dieser Kinderbuchreihe. Ein Hellseher sieht schwarz. Das würde ich sagen, das ist so ab 8, 9, 10 Jahren empfohlen. Und wie der Titel schon sagt, es ist wirklich eine zauberhafte, sehr ideenreiche, bunte Welt, die man hier erlebt. Es ist eben auch ganz einfach wegzulesen, weil es eben ein Kinderbuch ist. Aber es verzaubert mich immer wieder mit diesen tollen kreativen Ideen, die hier gemacht werden und eben auch, weil es so liebevoll gestaltet ist, sowohl von außen als auch innen mit den Illustrationen. Oh Gott, jetzt habe ich mich fast gespoilert. Hier zum Beispiel. Aber auch der Inhalt ist einfach sehr, sehr liebevoll, weil es auch viel um Freundschaft geht und darum, ja, so ein bisschen auch sich selbst lieben zu lernen und seine Fähigkeiten und seine Eigenschaften nicht unter den Scheffel zu stellen. Und ja, Anemona ist eine Hexe und sie ist in einer Familie aufgewachsen, wo alle weiblichen Personen Fähigkeiten haben und ihre Mutter und ihre Schwestern haben alle halt besonders große Fähigkeiten und sie selbst hat nur so eine kleine Fähigkeit, Dinge wiederzufinden und das, ja, findet sie halt ein bisschen langweilig, aber sie kann sich damit so ein bisschen Taschengeld verdienen, für andere halt verlorene Dinge wiederzufinden. Und im ersten Band hilft sie aber dabei, den verlorenen Dienstag wiederzufinden, denn es kann sich keiner mehr an den Dienstag erinnern. Und die magischste und die ja, mächtigste Hexe wendet sich tatsächlich an Anemona, weil sie eben diese Gabe hat. Und ja, da wird ihr schon so ein bisschen gezeigt, dass ihre Fähigkeit doch nicht so klein ist. Und jetzt im zweiten Band haben wir wieder eine neue Geschichte. Diesmal erhält sie eine Nachricht von einem Freund, den sie im ersten Band kennengelernt hat.
Und zwar ist das ein alter Dunkelseher, der mitten im Wald wohnt, der ein bisschen wunderlich ist, aber gerade das macht ihn auch so aus. Und er schreibt ihr eine Nachricht, dass er hervor, also er ist halt ein Hellseher, ein Dunkelseher, er sieht halt, kann auch so ein bisschen in die Zukunft sehen und auch anderen ins Gedächtnis gucken und die Erinnerungen sehen. Aber diesmal hat er eine Vision gehabt, dass er entführt wird. Ja, und das schreibt er ihr und er bittet sie um Hilfe und auch darum, dass dass sie bei ihm zu Hause mal ja, nach dem Rechten schaut und seine Haustiere so ein bisschen pflegt. Ja, und so macht sie sich jetzt eben auf die Suche nach ihm und fängt natürlich erstmal bei ihrer Spurensuche bei ihm zu Hause an. Aber bis sie überhaupt dort ankommt, hat sie schon wieder einige Gefahren und Abenteuer zu überstehen und lernt wieder neue Charaktere kennen. Und die sind so wunderbar liebevoll, schrullig, fantasievoll gezeichnet. Es macht einfach Spaß. Einen Gefährten hat sie immer dabei, und zwar ist das der Kobold von unter dem Bett. Das ist Oswald. Und der ist einfach, er ist einfach herrlich. Der hat einen Sprachfehler, der ist immer motzig. Er sieht aus wie so ähnlich wie eine Katze, aber das darf man ihm bloß nicht sagen, weil er ist keine Katze. Er ist limettengrün, aber sobald er sich aufregt, Angst hat oder wütend ist, wird er orange, also knallorange. Und wenn er sich wirklich ganz toll aufregt, dann kann er auch mal platzen. Ja, und also sein Sprachfehler, wie das hier übersetzt wurde, finde ich einfach ganz, ganz grandios. Ich kann nicht sagen, wie es im Original ist, aber in der Übersetzung, ja, lache ich mir immer ein und kicher mir hier einen ab, weil ich das so lustig und niedlich finde. Und es gibt natürlich aber auch noch andere Gefährten, die so ihre Eigenschaften haben und die Anemona helfen und natürlich auch viele Gefahren. Und auch hier haben wir eine wundervolle Karte, die jetzt auch ganz anders ist, weil es ganz anders fokussiert ist. Und ja, da werde ich euch noch weiter berichten, wenn ich das Buch durchgelesen habe, wie mir dann insgesamt die Geschichte gefallen hat. Jetzt bin ich halt ja etwas über die Hälfte und das liest sich natürlich auch schnell. Aber jetzt habe ich ein weiteres Buch begonnen mit einer Leserunde wieder in unserem Buchclub und das heißt, dass jetzt dieses Buch also ein bisschen zurückstecken muss. Aber ich denke mal, immer ein Kapitel zwischendurch kann ich gerne mal lesen und ja, zaubert mir dann immer wieder ein Lächeln auf die Lippen und das ist natürlich sehr, sehr viel wert. Kann ich auf jeden Fall für alle empfehlen, die Kinder in solchen Alter haben, selbst gerne Kinderbücher lesen oder es einfach mal versuchen wollen und sich ein bisschen ablenken wollen von anderen Dingen aus dem Alltag oder zwischen sehr, sehr ernsthaften und dramatischen Büchern, kann ich das auch immer gut empfehlen. Ja, wow, das waren meine Lesemonate Juli und August. Ich hoffe, dass es jetzt für mich im September so weitergeht, dass ich weiterhin. Ich habe jetzt nun wirklich viele Reihen weitergeführt, aber auch Rezensionsexemplare gelesen und das soll natürlich so weitergehen, dass ich immer eine schöne Mischung draus habe und vorankomme. Mein Sub ist tatsächlich jetzt auch ein bisschen wieder gesunken. Er liegt jetzt bei 45. Aber insgesamt, wenn ich das Jahr so bisher betrachte, ist es eigentlich immer sehr, sehr stabil geblieben. Also immer mal wieder gesunken, gewachsen, gesunken, gewachsen. Ja, eigentlich sollte es mehr nach unten gehen. Aber ja, jetzt bin ich erstmal froh, dass der August so erfolgreich war. Auch Highlights dabei waren, natürlich auch Bücher dabei waren, die ich so ein bisschen kritisch betrachte. Aber ich muss sagen, dass da jetzt nichts dabei war, was ich völlig grausam fand. Also ich würde auch nichts von diesen Büchern, ja, würde ich bereuen, es gelesen zu haben. Und ja, das zeigt mir, dass ich wirklich eine schöne Auswahl hatte. Ich freue mich auf eure Kommentare zu den Büchern. Was habt ihr davon gelesen? Wie fandet ihr das? Und seht ihr es ähnlich wie ich oder habt ihr eine andere Meinung? Und was habt ihr ansonsten so gelesen? Was waren eure Highlights, eure Lowlights in diesen Monaten? Ich freue mich von euch zu lesen und wünsche euch jetzt noch eine schöne lesereiche Zeit. Und wenn ihr wollt, sehen wir uns im nächsten Video. Macht's gut. Ciao, ciao.